Was soll ich tun? Nett. Ich handle instinktiv. Verdammt. Die Kohlepfanne wird von einer Art von Meeresriesen bewacht. Wird nicht so leicht, wie ich dachte, daran zu kommen. Troll-Berserker sind mehr oder weniger dasselbe wie die Troll-Speerträger, die wir schon kennen, nur in einer etwas aufgewerteten Version. Man kann in den Kasernen der Orks das mittlerweile erforschen, dass die Orks, dass die Trolle dann zu Berserkern werden. Sie kriegen dann diese Berserker-Fähigkeit dazu. Stiefel von Kel'Thanas. 6 Beweglichkeit. Wäre eigentlich fast besser als die Giftkugel. Entfesselt meine Kraft. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Wem soll ich treten? Wohin soll ich gehen? Bin zur Spurensuche bereit. Was immer ihr wollt. Oh, ich habe ganz vergessen, da noch was hinzubeschwören. Haben wir das zweite Signalfeuer? Nur hier kannst du vergessen irgendwo, oder? Nee. Ihr seid ein Trickser. Ich hab hier schon mal. Meine Beute naht. Bin zur Spurensuche bereit. Meine Beute naht. Und wenn es noch mal ein paar Murdochs. Ihr seid ein Trickser. Okay. Ich gab hier schon mal. Was liegt vor mir? Jetzt rennen wir hier schon mit einer halben Armee rum. Auf der Pier. Oh. Ja, so viel zum Thema halbe Armee. Mit Fangzähnen und Klauen. Ich wandere allein. Was kann der alles? Der Pulverize und einschnüren. Ach, geben wir ihm den Schlangenschutz auf 4. Meine Beute naht. Ich kapier schon, Mann. Das Dingo. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Da ist das nächste Signalfeuer. Haben wir es ja bald. Oh, da ist ein größerer da hinten schon. Ich hab hier schon mal. Das Ding entfesselt meine Kraft. Ah ja, jetzt funktioniert das Ganze, komischerweise. Ist der aber groß. Das wird ein harter Kampf. Oh.
Gut, der Killer-Schredder. So, ich glaube, den nehme ich mit, vor allem weil da schon wieder Artefakt draufsteht. Haben wir noch ein paar Sachen, die wir zurücklassen könnten. Okay. 20 Schadenspunkte und Lifesteal. Das würde ich allerdings dann eher unserem Rexa geben. Soll er lieber den hier haben? Weil Rexa kriegt als Nahkämpfer ein bisschen mehr Schaden in die Fresse. So. Wir müssen zu Fry zurückkehren. Oh, und der hat auch noch ein Level Up. Komm, kriegst einen besseren Sturmschlag. Wie viel Schaden macht er jetzt schon? 300 und 9 Sekunden Betäubung. Ja, das ist schon richtig nett. Auf der Pirsch. Bin zur Spurensuche bereit. Ich handle instinktiv. Entfesselt meine Kraft. So, da muss ich jetzt wieder bis dahinter, oder? Ja, bis hierhin. Oh. Wir werden angegriffen. Meine Beute naht. Ich habe Ich weiß nicht, warum er jetzt da reingerannt ist. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. Lebensdiebstahlangriffe sind schon wirklich sehr toll. Kann bei einigen Helden wirklich zur Unverwundbarkeit führen. Entfesselt meine Kraft. Bin zur Spurensuche bereit. Jetzt bin ich noch Orgrimmar. Den nehmen wir doch jetzt. Und dann sind wir schon wieder auf der Hauptkarte. Nach unserem kleinen Trip auf den Echo-Inseln. Und unseren Schamanen haben wir auch wieder. Und so, dann verwenden wir nochmal wieder das schöne Buch hier. Ja, schon sehr praktisch. Schön, dass ihr wohlbehalten zurückgekommen seid, Rexa. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Meine Späher ließen mich wissen, dass die Darkspear-Trolle küstenabwärts gelandet sind. Unter dem Schutz der Horde werden sie sicherer sein. Die Situation mit den Menschen hat sich weiter verschärft. Man informierte mich, dass sie einen Botschafter zu Verhandlungen herschicken. Wir treffen uns gegen Mitternacht auf dem Klingenberg. Ich weiß nichts, Rall. Ich finde, das hört sich nach einer Falle an. Lasst mich an eurer Stadt gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Jaina Proudmoore eine Falle stellen würde, Rexa. Und selbst wenn, gehe ich keinem Kampf aus dem Weg. Vertraut mir einfach. Wenn ihr recht habt, haben wir nichts verloren.
Meine Beute naht. So, wir müssen auf den Klingenberg. Na dann mal ab dafür. Alles schön alleine und Misha rennt wieder vor. Ein weiterer Auferstehungsstein. Wir haben sie ja bis jetzt noch nie benötigt. Das ist es. Gleich dahinter liegt der Treffpunkt. Seid gegrüßt, Menschen. Wurde auch Zeit, dass ihr erscheint. Was soll das alles bedeuten? Dieser Oger kann nicht der Kriegshäuptling der Orks sein. Und ihr seid nicht Jaina Proudmoore. Jaina? Wie kommt ihr darauf, dass sie... Ach, genug dieses Geschwätzes. Wir hatten gehofft, wir könnten euren elenden Kriegshäuptling in die Finger bekommen. Aber ihr müsst eben genügen. Schlagt zu! Mörder! Ich wusste, dass es eine Falle ist. Ja. Eine Falle. Dann zünden wir mal schön die Ultimates. Und dann sind die auch recht schnell erledigt. Sagt mir, wer euch geschickt hat, Mensch. War es Jaina? Törichtes Tier! Ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommt. Das ist erst der Anfang. Tja, nicht gerade freundlich. Unsere Wege kreuzen sich. Ich kapier schon mal. Dann benutzen wir mal wieder das Buch. So, hier ist es. Noch haben wir da hinten jemanden gelassen? Achso, nur Schlangenschutz. Ihr hattet recht, Rexa. Ich hätte euren Instinkten trauen sollen. Dennoch kann ich nicht glauben, dass Jaina so etwas versuchen würde. Vielleicht sollten wir es mit der direkteren Methode versuchen. Rexa, ich habe Jaina Proudmoore einen Brief geschrieben und um eine Erklärung für diesen Wahnsinn gebeten. Ich möchte, dass ihr euch in ihren Stützpunkt auf der Insel Terramoor schleicht und ihr das Schreiben persönlich überbringt. Verlasst euch auf mich, Sral. Aber ich könnte Hilfe brauchen, um die Verteidigungsanlagen der Menschen zu umgehen. Ich habe diesen Zeppelin gechartert, auf dass er euch zum neuen Dorf des Darkspear-Stammes bringt, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr dort seid, wird Vol'jin dafür sorgen, dass ihr jede erdenkliche Hilfe bekommt. Viel Glück, Rexa. Die Zukunft Durotars liegt in euren Händen. Tja, das war's zumindest mal mit dem ersten Kapitel. Das zweite mache ich in der nächsten Aufnahme. Ich sag erstmal Tschüss und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.